Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen hier zu einem weiteren Destiny 2 Forsaken Video. Kleine Planänderung. Ich habe den Talisman, den mir Petra gegeben hat, doch schon mal alleine fertig gebaut. Man musste da noch ein paar Schritte machen, die ziemlich langweilig waren. Da wollte ich dann doch keine Videos von machen, weil ich hatte schon selber keinen Spaß, das Ding zu farmen. Bin nicht so der große Farmmeister und deswegen habe ich euch das als Video erspart. Deswegen gibt es jetzt die fertige Mission, wenn man den Talisman hier fertig gebaut hat. So, ausgeglichener, erwachten Talisman. Ein Talisman, der von Dunkelheit von deinem eigenen Licht erfüllt ist. Beweist, dass du der Zugang zu der träumenden Stadt würdig bist und den Erwachten wandeln darfst. Passe gut auf ihn auf, falls du dich jemals gegenüber einem erwachten Krieger beweisen musst. Ja. Und wenn man das fertig hat, dann erscheint nämlich hier in der Wirrbucht eine neue Aufgabe, und zwar hier eine neue Quest. Jenseits des Wachturms, empfohlene Power für 500, schließe die Mission ein Summen des Sternenlichts ab. Joa, machen wir mal. Da fahre ich jetzt mal hin und das gibt es hier auch wieder als Werbung. Ja, als Werbung auch. Als Video. Als Video gibt es das hier mal wieder. Und wenn ihr Bock darauf habt, hier das nochmal anzuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen sollte. Empfohlenes Licht oder Power. Ne? Ich bin Destiny 1 Spieler, ich sag immer noch Lichtlevel. Empfohlenes Power 500. Gut, dass ich das schon bin. Sonst hätte ich das auch noch erfahren müssen. Aber nee, das habe ich zum Glück. Ich bin nämlich 501, immerhin. So, die Waffen immer noch gleich. Da hat sich nichts getan, nichts Neues bekommen bisher. So, Mission starten. Und dann gucken wir mal, ob wir dann rein können in den Wachturm. Und in die träumende Stadt. Der Wachturm. Wir sind gelandet. Petra ist allein durchs Tor und hat uns gebeten, ihr den Rücken frei zu halten. Und genau das werden wir tun. Gehen wir hoch und helfen unserer Freundin. Gehe zum Tor. Warum geht sie alleine zum Tor? So, Spider hat uns hier wieder Unterstützung geschickt. Das hat er gesagt. Er hat uns hier wieder ein paar von seinen komischen, coolen Typen geschickt. Von seinen Igelmonstern. So. Warum sind denn hier schon wieder oder immer noch Besessene unterwegs? Wenn ich die doch alle schon ausgeschaltet habe hier im Turm. Aber gut, der ist immer noch so verseucht von der Dunkelheit. Kann man verstehen. Dass die hier einfach nicht so schnell raus wollen. Okay, der Bossraumkampf. Oh oh. Schon wieder kämpfen hier drin. Ich mag den Raum nicht. Ich war hier in der einen Mission viel zu lange. So, sichere den Raum, okay. Weil das ist doch, denke ich, nochmal eine Mission hier, die man nochmal zeigen könnte als Video. Und dann ist danach, glaube ich, auch Schluss. Und dann wird wieder gestreamt, was Destiny angeht. Wo kommt der Strahl her? Ach, der geht hier hin. Ah, schon wieder so eine der hässlichen Dinger. So, hilft niemand mit. Was machen die denn da? Ich denke, die wurden mir geschickt als Verstärkung. Ihr sollt hier nicht rumlaufen und gut aussehen oder so. Ihr sollt hier aber mithelfen. Oh, der ist noch geschützt. Muss ich erstmal auf die Seite. Weg mit euch. Ups. Hey, da ist einer hinter mir. Okay, jetzt kämpfen sie wieder, jetzt wo das Schild von ihnen weg ist. Jetzt helfen sie wenigstens mit. Komm schon! Jawohl. Das ist unsere Chance. Öffne unsere Chance. Erstmal noch ein bisschen Clusterbomben hier schmeißen. So. Tür öffnen mit dem Ding hier. Guck mal, sieht aus wie draußen diesen einen Stein, den wir gesehen haben. Aber das ist voll so eine Bedienfläche hier auf der Seite drin. Sieht aber trotzdem hier aus wie so ein Obsidianstein mit Technik drin. Geil, ich will auch so einen Fernseher haben. Ist offen. Los geht's. Ich soll durch das Tor gehen, wo dieses... Wir sind gleich da, Petra.
Da ist doch das komische, dieser lebendige Nasenausfluss rausgekommen. Und ich soll da reingehen? Na dann, drück die Daumen, dass es hier, dass es nicht noch mal so ein Anus rauskommt. Neuer Meilenstein hinzugefügt. Okay, das war's. Bevor sie in den Krieg zog, gab mir Königin Mara drei Befehle. Schütze unser Volk. Wahre unsere Geheimnisse. Glaube an den Plan. Ich habe geschützt. Ich habe gewahrt. Ich habe geglaubt. Jetzt will ich antworten. Ich will wissen, was Aldrin in den Wahnsinn trieb. Ich will das Böse vernichten, das die träumende Stadt heimsucht. Und vor allem will ich meine Königin wiedersehen. Ich will wissen, dass sie lebt. Na, lebt die jetzt oder lebt sie nicht? Wie kannst du denn wissen, ob sie lebt, wenn sie gar nicht da ist? Ja. Ja, die Erwachten als Volk an sich haben noch viele, viele Geheimnisse, die man gerne wissen würde, schon, ja. Da wird aber ein bisschen Zeit, dass man da auch mal ein bisschen was erfährt. Okay. Herz der Erwachten. Was soll das denn hier sein? Nebelmoorgebiet oder was? Etwas im Wachturm zog Aldrin an. Petra kam hierher, um Antworten zu finden. Und sie hat dich gebeten, ihr den Rücken frei zu halten. Ja. Ich halt dir deinen frei. Das ist aber, oh, nett von dir. Finden wir einen guten Aussichtspunkt und dann Petra. Das ist die Stadt der Erwachten. Da oben ist wieder dieses Etwas Tor. An diesem Ort ist seltsam. Ja. Hier ist Licht, aber auch Dunkelheit. Ja. Du bist die Erwachte. Spürst du etwas? Oh, der Jäger hat erkannt, dass ich eine Erwachte, also Erwachte Jägerin spiele hier. Nicht schlecht. Spür ich was? Keine Ahnung. Das sieht aber voll geil aus, ne? Das ist hier die richtige Welt der Erwachten, die sozusagen nicht zugänglich war, weil die Königin es ja abgesperrt hat. Aber das ist... Da! Petras Schiff! Folge ihr! Petras Schiff! Moin! Warum darf die fliegen und ich nicht? Wow! Das ist aber optisch jetzt hier mal das mit das Beste, was Forsaken zu bieten hat. Diese träumende Stadt, das ist nämlich das richtige Endgebiet. Nämlich nicht die Wehrbucht, sondern hier die träumende Stadt, was nochmal ein ganzes Stück größer ist, wenn man das hier sieht. Devalianisches Nebel. Hier sind auch öffentliche Events. Die sind halt auch ein bisschen höher. Das sind auch eigene Events. Die sind anders als in der Wehrbucht. Hier bei Rea Silvia. Das Ufer haben wir dann da noch. Guck mal, das Ufer sieht fast aus wie Australien. Das ist das letzte Endgebiet hier in Forsaken. Und hier ist auch eine Mission. Jenseits des Wachturms. Okay. Und das, diese Frauen sehen aus wie die Tekkiens der Königin. Die Tekkiens der Königin? Also Dienerin oder was? Also das hier darf man auf jeden Fall nicht vorenthalten, wenn man hier Videos macht von Forsaken. Wo sind die Damen hin? Alles noch verseucht hier. Okay. Granate raus. Nachladen, komm schon. Wo ist der Arschgoblin, der ihn... Der ist das. Alter, was steckst du denn ein? Ich hoffe, ich krieg hier auch mal höhere Items als 500er. Und das spawnen noch mehr. Ich könnte mal meine Super gebrauchen. Erstmal regenerieren. Okay, jetzt. Minotauren hier noch. Ordentlich am Start.
Achtung. Denkst du, ich sehe dich nicht, weil du hier getarnt in der Ecke stehst, am Baum oder was? Der hat mich auch gesehen. Vom Schaden her muss man schon aufpassen. Immerhin bin ich gerade erstmal 500. Ey, wo ist die Rakete hingegangen? Meine schönen Plasterbomben. Wie er einfach aus meinem Bogen ausmarschiert ist. Wieso bist du hierher gekommen? Es gibt keinen unpassenderen Ort für dich als das Traumland deiner Feinde. Meiner Feinde? Wie meint er jetzt? Die Erwachten oder die Besessenen? Das Traumland meiner Feinde. Wo soll ich denn jetzt lang? Dem leuchtenden Ding hinterher? Und soll ich dein Wächter sein? Ein Wegweiser? Nein. Ein Hirte? Nein. Kannst du mir mal hochhelfen? Wo ist er jetzt lang? Wie lang? Nee, ich muss hier nicht lang. Wer ist das? Warum ist er so unhöflich? Kann sie auch nicht lang. Hallo? Sei mal mein Hirte. Zeig mal den Weg. Ah. Nach die Seite, auf der Seite habe ich natürlich nicht geschaut, ob hier noch Steine sind. Hier gibt es keine Wegweiser. Dies ist ein Ort der hinterhältigen Königinnen und Fallen. Hinterhältige Königin und Fallen. Ja, die Fallen merke ich schon. Wenn man einmal blöd gegen eine Kante springt, fällst du gleich runter. Das meint er wahrscheinlich mit Fallen. So, nicht nochmal gegen die Kante knallen. Kann man die Steine nicht gerade anordnen? Wäre voll dufte, ey. Die triste Ebene, verlassen und weit, Hort der Trostlosigkeit, vom Licht befreit. Okay, ja. Bist du auch ein Besessener oder bist du einfach nur... Vielleicht ist es ja sogar ein Geist. Blind wandelst du über den Abgrund, voller Vertrauen für eine freundliche Stimme. So freundlich finde ich die Stimme nun auch wegen nicht. Du spielst ihr in die Hände. Wem? Verlasse die träumende Stadt, solange du noch kannst. Er wollte kannst sagen wahrscheinlich. Jetzt bin ich aber hier drauf. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Bin ich... Wo muss ich jetzt hin? Hinter mir. Aber was ist hier? Was ist, wenn ich hier gucke? Das ist der Bereich, wo ich eben war, oder? Wo ich gekämpft habe. Genau. Hier habe ich gekämpft und hier war zu. Ah, aber es ist halt nicht mehr dunkel jetzt. Okay. Hat so ein bisschen was von... Keine Ahnung. Ein Hochelfenland oder so. Lichtalben. Lichtalben von God of War auch. Oder allgemein. Alben. Oder sowas. Auch das Grüne da oben sieht auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, das ist eine Verseuchung, oder? Jetzt kann man aber da hinten das Tor vom Rift sehr gut sehen. Ein Kreischer? Der sieht aber irgendwie anders aus. Und der macht schön Schaden. Kannst du nicht mal kurz um die Ecke gucken, ey. Einfach Dauerfeuer gibt der. So. Wollte der erstmal da noch ein blödes Geschütz hinstellen, ey. Ich glaube, es hackt. Ne? Keine Zeit, um sich umzusehen. Hier soll es dann noch viele, viele Geheimnisse geben und sowas. Werde ich sicherlich
auch noch ein wenig erkunden, das Ganze. Ups. Dann bleib doch mal stehen, du Kackvogel. Okay, der Gelbe ist weg. So. Vielen Dank. So, machen wir auch die Tür hier. Papa ist zu Hause. Hallo? Könnt ihr mal aufmachen, wenn ihr schon mal da drin seid? Da muss ich nicht rein. Ich muss hier lang. Oder? Doch, hier. Ha! Mensch, habt ihr eine sichere Tür, ey. Voll geil. So. Easy. Oh, will er doch noch wegspringen, aber nicht mit mir. Kriegst trotzdem Headshot. Och, toll. Da verschwindet das Auge. Okay. Wow, guck mal diese Kristalldinger hier an, ey. Vieles auch so, diese Kristalle gebaut, ne? Die haben wir ja schon häufiger gesehen. In diesem Turm. Und wir wissen ja eigentlich nur, dass die Erwachten geflüchtet sind, auch von der Erde teilweise, als die Dunkelheit angegriffen hat und sich dann hier im Rift zurückgezogen haben. Aber haben sie sich vielleicht mit ein Stück Dunkelheit verbunden? Das mit den Kristallen hier ist ziemlich geil. Weil wir hier auch sehr viel Dunkelheit finden. Sonst hätten auch die Besessenen das nicht als neuen Ort Petras ausgewählt. Schiff. Wir sind nah dran. Petras Schiff. Gut geparkt, ey. Die Frau kann fliegen. Ein Ogre. Andere Seite. Sniper. Sniper sind ein bisschen böse vom Schaden her. Ah, da war ich gerade überlegen, ob ich meinen Bogen reinschieße. Es sind nur zwei von diesen Kackvögeln, ey. Da wäre das eine Verschwendung gewesen, was den Bogen angeht. Guck mal, da oben kann man auch noch hin zu diesem Gebäude. Na, ich wollte vorzielen. Nichts gebracht. Wieder erstmal ein Messerschlag hier überlebt, ey. Was denkst du, wer du bist? Hallo? Wie hält die aus? Geh endlich drauf. Die beschwört sonst... Ah, das ist eine zweite. Die beschwört halt immer diese blöden Dinger hier. Nein. Nicht hier zurückziehen. Das aber bringt halt mal gar nichts gegen die Hexe, weil die halt da oben in der Luft rumfliegt. Könntest du bitte mal drauf gehen? Ja. Ja, stell dich halt hinterm Stein, ne? Jawohl.
Gott, ey, diese blöden Hexen. So, Petra, wo bist du jetzt? Ich muss noch weitergehen, da rein. Wahrscheinlich ist hier noch zu, oder? Nein, ich kann die Tür öffnen. Voll geil. Okay. Cousine, du hast es geschafft. Moin. Alde. Ich weiß, was mit Aljan passiert ist. Ja? Ich habe das Böse gesehen. Ich muss es der Königin sagen, sonst sind wir verloren. Die Königin ist hier, also immer noch da? Schau dir das an. Wie geil siehst du denn gerade aus? Meine Königin, bist du da? Kannst du mich hören? Verdammt. Die Kalibrierung sieht gut aus. Das Signal ist stark. Die Opfergabe... Warte. Die Opfergabe fehlt. Die Opfergabe? Das ist ein Orakel. Es kann ohne Opfergabe nichts tun. Vielleicht kann ich es irgendwie umgehen. Wir schauen uns um. Alter. Suche nach einer Opfergabe. Krasser Scheiß hier. Aber wie gut das alles aussieht. Und wie was sie jetzt hier Neues... sie hat sich ja extra umgezogen. Wahrscheinlich, weil das für sie hier so ein heiliger Ort ist oder so, hat sie nochmal ihre beste Tracht angezogen. Das ist voll das geile Outfit. Das würde auch super zum Jäger passen, weil das hier, man hat Umhang und so. Ich will das auch haben für meine Jägerin. Genau das. Gib das her. Zieh dich aus. Los. Sehr geiler Ort, oder? Aber wir brauchen eine Opfergabe, Leute. Wir werden nochmal in der nächsten Folge hier weitermachen. Mit Petra sprechen wir dann auch vielleicht nochmal. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch weiter erleben werden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Optisch bisher hier drin. Richtig geil. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen wieder ein hier zum nächsten Destiny-Video. Und lasst gerne noch einen Daumen nach oben dafür heute. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.